Biden mit Totalausfall. Trump wird Präsident. But what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. I really don't know what he said at the end of this. I don't think he knows what he said either. Der Beweis, dass Adrenochrom nicht funktioniert. Wählt nicht links oder rechts, wählt orange, wählt Bitcoin. Und die Lösung ist nicht Bitcoin oder rechts oder links oder AfD oder Trump. Nee, die Lösung ist Gott. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Mark Friedrich. Das Video heißt Biden mit Totalausfall. Trump wird Präsident. Es geht um diese Debatte zwischen Biden und Trump. Ich habe mir das nicht reingezogen. Ich wollte es mir reinziehen, aber dann habe ich mir gedacht, Marionetten, diese Politiker. Aber auf Deutsch ein zusammengefasstes Video von Mark Friedrich kann man sich auf jeden Fall mal geben, auf entspannt 14 Minuten. Kann man nichts verkehrt machen. Deswegen, da gehen wir jetzt rein. Schreibt eure Meinung wie immer unten in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Checkt auch meinen anderen Kanal ab. Da gibt es wieder ein paar Straßenumfragen auf Englisch. Ich liebe euch auf jeden Fall, Freunde. Ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Now, please welcome the 46th President of the United States, Joe Biden. Ich kann nichts dafür, aber ich finde das einfach nur funny, Bro. Der wirkt, der gibt mir ganz komische Vibes, der Cousin. Wie so ein Schauspieler oder Roboter oder was auch immer. Echsenmensch. Guck mal, wie er walkt. Desaster, Katastrophe, Debakel. All das sind die vernichtenden Reaktionen auf den Auftritt von Joe Biden, dem US-Präsidenten, gegen Donald Trump beim US-Wahlkampf um die Präsidentschaft. Und die Kritik kommt nicht... Bruder, Trump wirkt neben dem wie der heftigste Typ der Welt, Alter. Aus dem Trump-Lager und Kritikern von Joe Biden, nein, sogar von den linken, liberalen Medien, die ihm eigentlich gewogen sind. Aber jetzt kommt's sogar aus der eigenen Partei. Ja, du hörst richtig. Die Panik bei den Demokraten ist greifbar. Man hat horrende Angst, die Wahlen zu verlieren. Und ich zeige... Digga, wenn der Trump nicht gewinnt, so der wird gewinnen auf jeden Fall. Man kann ein bisschen tiefer reingehen und sich fragen, ob das alles gewollt so gemacht wird und ob auch der Trump nicht einfach auch eine gesteuerte Marionette ist am Ende des Tages von den Leuten, die wirklich die Welt regieren. Aber ja, Digga, wenn wir einfach mal das Spiel mitspielen und mal einfach mit Kopf in die Matrix mit reingehen, dann muss der Trump auf jeden Fall gewinnen, Digga. Wenn der nicht gewinnt, dann, Bruder, weiß ich auch nicht. Heute die Szene, in der Joe Biden die Wahl jetzt schon verloren hat und Trump gewonnen hat. Ich habe ja schon vor Monaten die Frage gestellt, ist Joe Biden überhaupt noch geschäftsfähig? Ist er nur eine Marionette oder wer regiert eigentlich im Weißen? Bruv, das sind sie alle. Haus. Und diese TV... Wer regiert eigentlich im Weißen Haus? Bruder, da könnte ich dir... Also ich hätte eine Antwort drauf, die ich aber jetzt hier nicht droppen möchte, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Debatte hat das leider nur noch mal unterstrichen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Bing. Biden Gang. Im TV-Duell mit Trump im wahrsten Sinne des Wortes alt ausgesehen. Und gleich zum Start möchte ich dir die wichtigste und prägnanteste Szene zeigen, in der Joe Biden die Debatte verliert, aber auch die Wahl. Hab auch gedacht, Trump ist okay, aber er hat was über Palästin gesagt, seitdem ist er unten durch bei mir. Tja, Bruder. Das geht einher mit der Antwort, die ich hatte auf, wer das Weiße Haus wirklich regiert. Zählt mal eins und eins zusammen, meine Judsten. Um das Weiße Haus. The total initiative. Hey, der arme Bruder, ja. To what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President. Das ist. Der einzige Grund, warum noch ein paar Leute den wählen werden, ist Mitleid auch, weißt du? So, das tut einfach nur leid, Bro. Der ist alt, der braucht Ruhe, Digi. I really don't know what he said at the end of this. I don't think he knows what he said either. Krass, oder? I don't know what he says.
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Krass. Ich glaube, der hat auch nicht gerafft, was er selbst, er hat selbst nicht gerafft, was er sagt, Bruder. Trump reagiert komplett souverän und sagt, hey, ich habe kein Wort verstanden, was er da am Ende gesagt hat. Und ich glaube, er selbst hat es auch nicht verstanden. Und damit hat er ihm eigentlich indirekt die Geschäftsfähigkeit abgesprochen und ihn komplett bloßgestellt vor der ganzen Nation. Und das wird in die Geschichtsbücher eingehen, als der Moment, als Joe Biden die Wahl verloren hat. Und nicht nur die US-Medien fragen sich jetzt, ist Joe Biden überhaupt noch fit genug fürs Amt? Ist er noch der richtige Kandidat? Nein, selbst bei den deutschen Medien kann man jetzt die Wahrheit nicht mehr länger leugnen. Der Spiegeltitel zum Beispiel, der Präsident stürzt ab, oder die Tagesschau beschreibt den Auftritt von Joe Biden als katastrophal. Wer nun tatsächlich... Wow. Schau mal an. Einige werden ihn wählen, nur weil er nicht Trump ist. Ja, safe. Noch überrascht ist von dem senilen und katastrophalen Auftritt von Joe Biden, der hat entweder unter dem Stein gelebt oder sich nur einseitig über die Mainstream-Presse in den letzten Wochen, Monaten, Jahren eigentlich über die Politik und Joe Biden informiert. Aus dem Grund ist es auch wichtiger denn je, die Matrix zu verlassen. Dieses Shirt gibt es auch bei mir im Webshop. Einfach mal reinschauen oder hier. Es ist nicht mehr... Wer macht Patte, der Cousin, wa? Hand zu weisen, dass Biden entweder alterssenil ist oder im schlimmsten Fall sogar stark erkrankt ist an Alzheimer oder Demenz. Schon seit geraumer Zeit geistern durch die Medien, durch das Internet Videos von Joe Biden, die ganz klar zeigen, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Da grüßt er mal irgendwie in die Luft irgendjemanden oder schüttelt die Hand von einem Geist oder läuft in die komplett falsche Richtung. Die Anzeichen, dass Joe Biden wohl... What the fuck, Digga? Bro. Schüttelt die Hand von einem Geist oder läuft in die komplett falsche Richtung. Der arme Bruder, ja, was macht er da? Die Anzeige, dass Joe Biden wohl eher in ein Pflegeheim gehört als ins Weiße Haus, waren schon gegeben, aber wurden jetzt nochmal massiv verdeutlicht mit der Debatte in Atlanta. Die nächste Szene, die ich euch zeigen möchte, ist eine der erschreckendsten Szenen aus der Debatte zwischen Biden und Trump. Und eins schon mal vorab. Alle Ausschnitte, die ich dir jetzt zeige, sind leider keine Deepfakes, keine KI oder so, sondern sind real. Das, meine Lieben, ist der amtierende US-Präsident, der Mann, der am roten Knopf sitzt, der die mächtigste Armee der Welt beaufsichtigt und befehligt. Tut der nicht. Hör doch auf, Mark. Weißt du doch selber auch besser bestimmt, oder? Sei ehrlich jetzt, Mark. Mark. Sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden, President Trump. Was? Wie bitte? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe kein Wort verstanden. Und der denkt echt, dass es der mächtigste Mann der Welt ist. Weißt du, wie ich meine? Trumps Reaktion ist natürlich eindeutig, aber schaut euch mal Bidens Gesichtsausdruck an. Ich glaube nicht, dass er weiß, was gerade wirklich passiert. Generell wird seit längerem schon darüber... Nein, Mann, der braucht... ...diskutiert, ob Biden Ansagen von außen bekommt, also einen Knopf im Ohr hat. Dazu hat mein Team eine Szene gefunden. Schaut mal rein. The filmmaker, they say. But she's saying, oh no, it's my responsibility. I was responsible for... Hat er sich gekratzt? Kann auch sein. Ich glaube, das sah ein bisschen auch aus, als ob er sich gekratzt hat. Weißt du, wie ich meine? Aber natürlich, kann sein, dass Obama im Ohr ist. She's saying, oh no, it's my responsibility. Wenn er sich gekratzt hat, dann ist allein das Kratzen auch schon beängstigend. So, das ist so, Bro, der ist alt, weißt du, wie ich meine? Der hat da gar nichts mehr verloren. Also auch dieser ganze Stress und so tut ihm nicht gut, aber ja. I was responsible for this. Und selbstverständlich war es für Trump ein leichtes Spiel. Der Beweis, dass Adrenochrom nicht funktioniert. Gegen einen so schwachen Gegner diese Debatte zu gewinnen, der nicht mal einen halbwegs normalen Satz formulieren kann. Annalena Baerbock lässt grüßen. War ein präzedenzloser Angriff direkt aus dem Iran. Israel hat also einen Defensieg erringen können. Bruv,
Digga, was machen die mit uns, ja? Wer an die... Mit seinen Partnern gemeinsam... Generell muss... Das ist doch alles orchestriert. Da könnt ihr mir doch sagen, was ihr möchtet. Die haben doch extra so eine Vollidioten in die Regierungen reingepackt, die letzten 4 Jahre in Amerika und auch in Deutschland so. Das ist doch bewusst. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Geguckt einfach, wie viele Idioten trotzdem noch in die Regierung reinvertrauen, auch wenn, und denken, dass das alles mit rechten Dingen zuläuft, wenn wir solche Vollidioten in den Regierungen haben, weißt du? Die uns offensichtlich zeigen, dass sie nicht mal einen geraden Satz reden können. Wow. Sagen, dass Trump natürlich. Eigentlich ist es super für uns, weißt du? Eigentlich ist es super für die Menschen, einfach das zu checken, was passiert, und zu sagen, ey, scheiß mal auf diese ganzen Sachen. Ich konzentriere mich auf mich, meine Spiritualität, auf Gott, auf das, was wirklich zählt. Und lass mich von diesen Hampelmännern nicht mehr rumschubsen, so. In seinem Element war. Warum? Weil er von Anfang an gemerkt hat, dass Joe Biden massiv schwach ist, nicht Herr seiner Sinne ist und dass er natürlich diese Diskussion dominiert. Am deutlichsten wird der steile Abstieg Biden. Die lieben es halt, uns zu verspotten. Ich schwöre, ja. 100 pro. Gebe ich dir recht. Wenn man sich den Vergleich zur Debatte von 2020 anschaut zwischen den beiden, hier mal eine Szene daraus. My plan will in fact create 18.6 million jobs. Krass, Digga, ja, Digga, da war der noch da, ne? Krass. Was ein Unterschied, crazy. More than his, this is from Wall Street, and I'll create $1 trillion more in economic growth than his proposal does. Not on climate, just on the economy. President Trump, here today came out and said very strongly, $6,500 will be taken away from families under his plan, that his plan is an economic disaster. Interessanterweise muss man wrong. Trump hatte tatsächlich recht, denn er hatte damals vorhergesagt, dass Familien unter einer Präsidentschaft von Joe Biden ungefähr $6,500 weniger in der Tasche haben. Im Endeffekt waren es sogar mehr, nämlich laut einer Analyse der Heritage Foundation waren es $7,400. Durch die Inflation wurde ihnen die Kaufkraft gestohlen. Aber es kommt noch besser. Joe Biden weiß offenbar noch nicht einmal, von welchem Land er jetzt Präsident werden wird. Kein Spaß jetzt, klar. Es ist wirklich ein Armutszeugnis und ein Desaster mit anzuschauen. Ein Trainwreck, also ein Zugunfall in Zeitlupe. Hier der Ausschnitt, in dem Biden davon spricht, dass er Präsident von Hawaii wird. Ja, das stimmt. Von Hawaii auch, aber noch von anderen 50 Staaten in den USA. Aber ja, was soll man sagen? Fakt ist, es ist nur ein Zugunfall. Bruderherz. In Zeit. Es war ein absolutes Desaster. Seine Frau, Jill Biden, lobte ihn danach übermäßig wie ein Schulkind oder ein Hund. Wie toll es ist, Joe hat alle Fragen beantwortet, super. Ja, die weiß halt, wie kaputt der ist, weißt du, wie ich meine? Die erlebt den jeden Tag. Bro, der ist kurz, der ist alt, der alt. Der hat wahrscheinlich Alzheimer, Demenz und so. Dass der überhaupt ein paar gerade Sätze noch reden kann und irgendwie durch eine Debatte durchkommt, so normal. Freut die sich. Die kennt den echten Joe Biden. Völlig absurd. Fehlt nur noch, dass man ihn füttert oder dass sie ihm irgendwie ein Stöckchen wirft. Ja. Macht die wahrscheinlich auch zu Hause. Guck mal, der Arme, Bro. Ich weiß nicht, das ist halt meine Menschlichkeit. Digga, der Typ schnüffelt an Kids und so ein Scheiß. Eigentlich darf, sollte, also, Bro, Mitleid und so, weißt du? Aber ich bin so einer, keine Ahnung, ey. Ich kann fast für jeden Menschen, egal was er gemacht hat, irgendwie Mitleid entwickeln. Meiner Ansicht nach sollte man den Mann endlich gerecht altern lassen, in Ruhe altern lassen, mit Würde und Anstand, statt ihn irgendwie auf eine Bühne zu packen und vor die Kamera zu schieben. Es ist wirklich teilweise unmenschlich und wirklich nicht ethisch. Auch vielaussagend ist folgender Mitschnitt, wo man sieht, wie... Das ist doch so offensichtlich jetzt, Freunde, mittlerweile, ne? Diese ganze Scheiße, die in den letzten paar Jahren abgegangen ist, so letzten 4 Jahren mit Corona, mit dieser komischen Regierung, mit diesen ganzen Sachen. Es ist doch so offensichtlich, dass ein Spiel gespielt wird, ne? Das ist so offensichtlich, dass das einfach nur wie so ein Orchester ist, wie so ein Puppenspiel. Einfach nur irgendwas, damit unser Kopf wieder gefickt ist, damit wir nicht checken, was wirklich abgeht und was wirklich die Wahrheit ist und auf was wir uns wirklich konzentrieren sollten, so, weißt du? Wie offensichtlich soll es denn noch sein? Ich verstehe es nicht, dass es immer noch Leute gibt, die in diesen ganzen Scheiß reinvertrauen, so. Es kann doch nicht offensichtlicher, es kann nicht mehr offensichtlicher werden, Freunde. Es geht nicht. Es geht nicht. Jill Biden, seine Frau, Joe Biden von der Bühne führen muss, weil er es nicht mehr wirklich gebacken bekommt. Burnett, the first word on what those voters might make of it from our political professionals, from our CNN flash poll and swing state focus group. Ganz ehrlich, wenn ich noch Herr meiner Sinne wäre und in dem Zustand wäre, würde ich sagen,
please, stop it. Sogar bei CNN, also dem Haushänder der Demokraten, gab es einen absoluten Meltdown. Die Panik war regelrecht zu spüren und die Verzweiflung war den Moderatoren förmlich ins Gesicht geschrieben. John King has described a panic inside the Democratic Party right now because of President Biden's performance in tonight's debate. He's been hearing from Democratic lawmakers and others around the country. Some within your own party are wondering if President Biden should even step aside. Ja, selbst die CNN-Moderatoren zweifeln jetzt an Biden. Und das muss schon was heißen. Das ist in etwa so, wie wenn Dunja Hayali anfangen würde, an den Grünen zu zweifeln. Dann ja, da stellt man sich doch die Frage, macht es irgendeinen Unterschied, wer Präsident ist? Das ist meine Meinung, kennst du ja dazu, Deus. Weißt du? Meine Meinung kennst du ja dazu. Ich glaube nicht. Habe ich schon oft genug auch erklärt, warum, wieso, weshalb, aber Polen offen. Selbst die größten Joe-Biden-Fans können es nicht mehr leugnen und sind mittlerweile hart am Zweifeln. Hier, der gute Herr hier, sagt dazu, dass es wirklich schwer anzuschauen war und er ist ein Unterstützer, ein Mitkämpfer von Joe Biden. That was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. He did not do well at all. Diese Moderatorin bringt Punkt. Joe Biden hatte 10 Tage Zeit, sich genau darauf vorzubereiten. Er kannte die Fragen sogar vorab, was ich auch sehr spannend finde, weil das wurde anders kommuniziert, hatte die besten Mentoren wahrscheinlich um sich herum und trotzdem hat er es nicht geschafft, die Fragen zu beantworten. Und die Antwort von dem Interviewpartner ist ganz klar, er kann es nicht. He can't do it. Und damit muss ich sagen, damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Und hier die direkten Umfragen nach der TV-Debatte bezüglich, wer ist der Favorit? Biden oder Trump? Und ich glaube, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Over. Joe Biden hat die Wahl verloren, Trump hat momentan gewonnen. Ein Insider-Reporter hat dann aus der demokratischen Partei... Ich sag dir eine Sache. Ich sag mal nur ein kleines kurzes Statement, will ich dazu mal rauslassen. So. Wenn Trump auf den Genozid aufmerksam machen würde, der gerade in Palästina passiert und nicht auch auf Krampf hinter Israel stehen würde, würde das alles gerade anders aussehen. Der spielt auch mit bei den wichtigen Dingen. Deswegen ist der einzige Grund, warum er überhaupt jetzt diese Umfragewerte hat oder überhaupt ins Rennen geschickt wird wieder oder dazugelassen wird. Weißt du? Einer, der auf die wirklichen Probleme der Welt aufmerksam macht, wird niemals so weit gelassen mehr heutzutage. Kannst du vergessen. Deswegen lasst euch nicht verarschen. So. Lasst euch einfach nicht verarschen. Genauso auch hier in Deutschland. Lasst euch nicht verarschen. Die wollen eure Stimme, die saugen euch aus. Die wollen eure Stimme, eure Energie wortwörtlich haben wieder. Und wollen euch überzeugen davon, dass sie irgendwas verändern werden. Werden die nicht. Der Einzige, der was verändern kann, bist du. Nimm's in die eigene Hand. Fuck it. Alle live eigentlich berichtet und er hat gesagt, es herrscht absolutes Chaos und pure Panik. Der Auftritt Bidens wird als Fehler, als Katastrophe gewertet und man macht sich jetzt ernsthafte Gedanken, Biden zu ersetzen. Biden sollte sogar zurücktreten. What? Jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Was ist die Alternative? Wer könnte Joe Biden tatsächlich ersetzen? Was muss ein... Es ist egal, Bro. Es ist egal. Es ist einfach egal. Passieren, bis man endlich einsieht, dass der Mann überall hingehört, nur nicht ins Weiße Haus. Naheliegen wird natürlich Kamala Harris. Aber vielleicht auch kommt Michelle Obama, die aus dem Hut gezaubert wird, oder... Michael! Was geht ab, man? Hillary Clinton kommt zurück. Demon. Sozialistische Gouverneur aus Kalifornien, Gavin Newsom. Meiner Meinung nach wird eins aber ganz klar. Der Deep State ist real und Joe Biden nur eine Marionette, wie vielleicht auch Obama und Clinton und so weiter. Und gerade bei der Frage, wer Präsident wird, herrschen wohl andere Gesetze. Anders kann man es nicht erklären, dass jemand wie Joe Biden überhaupt ins Weiße Haus gekommen ist. Newsom ist übrigens der Gouverneur, der damals der erste Gouverneur war, der eine Covid-Impfpflicht für Schüler eingeführt hatte und die krassen... Descubre Wix Studio, la plataforma para... Descubre Wix Studio. Wix ist ein komischer Name, ne? Wix it out, man. Krassen Maßnahmen in... Out, sorry. ...Kalifornien umgesetzt hat. Und er ist einer derjenigen, der sich relativ schnell in dieser Krise demaskiert hatte und meiner Ansicht nach einer der hinterhältigsten und verlogensten Politiker in den USA ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das wäre natürlich auch die Grundlage dafür, dass es werden wird. Mal gucken. Jetzt meine Frage an dich. Hältst du Joe Biden noch für fit? Hältst du ihn für geschäftsfähig? Ist er der richtige Mann fürs... Normal, Digga, was eine Frage. Der strahlt das doch förmlich aus. Ich würde dem alles anvertrauen und mein ganzes Business, meine Zukunft, alles. Ist der perfekte Präsident. Nicht nur der Verein. Meiner Meinung nach sollte er die ganze Welt regieren. Haus?
Glaubst du, er wird ersetzt werden? Und wenn, durch wen? Deine und eure Meinung würde mich natürlich interessieren. Schreibt's mal in die Kommentare. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist, freue ich mich natürlich über eine Unterstützung, indem du hier Abo dalässt, die Glocke aktivierst und für den Algorithmus einen Daumen nach oben gibst und kräftig kommentierst. Ich persönlich hoffe ja, dass unser großartiger Bundeskanzler, das Vergissmeinnicht Olaf Scholz, die Debatte angeschaut hat. Der hat nämlich Biden noch vor wenigen Wochen attestiert, dass er absolut fit ist, dass er genau weiß, was er tut. Kein Spaß! Jetzt bin hier die nächste Marionette. So, vergessen, ich weiß es nicht, aber... Die zwei, Digga, schön im Altersheim, Digga, kann ich mir gut vorstellen, die beiden zusammen, ne? Gesagt. Ja, es ist völlig absurd, was hier gerade vor unseren Augen passiert. In der wichtigsten Demokratie der Welt sind zwei Kandidaten da. Sorry, Bro. In der wichtigsten Demokratie der Welt, Bruder, jetzt. Mark, Bro. Come on, Digi, ja. Ich frag mich bei diesen Leuten manchmal echt, also ich mag ja den Mark Friedrich, ne? Der macht gute Videos und so, aber ich frag mich bei diesen Leuten echt, ob die so krass sind, das ist, also, Bro. Die müssen doch auch ab irgendeinem Punkt mal anfangen, auch das zu hinterfragen, Digga. Ob wir wirklich in einer Demokratie leben. Ob diese ganze Scheiße nicht vielleicht orchestriert ist und ob diese ganzen Alternativen, die uns angeboten werden, Wagenknecht und AfD und Trump und so, ob die nicht auch bewusst installiert werden, damit wir wieder in die... Also ich frage mich, wann diese alternative Bubble, also einige von diesen alternativen Leuten auch mal noch einen Schritt weiter nach hinten treten. Und versuchen, das gesamte Bild zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland echt nicht viele noch einen Schritt weiter gehen, weißt du? Noch ein, weil dann müssten sie wirklich raus aus der Matrix. Er hat ein T-Shirt, Exit the Matrix, oder dann würden sie mal wirklich aus der Matrix rausgehen und gucken, ey, was passiert hier eigentlich, weißt du? Und es muss eigentlich die Konsequenz sein. Das müsste eigentlich jeder von uns tun am Ende des Tages, so, weißt du? Aber viele bleiben dann auch hängen, weil viele, glaube ich, auch ein bisschen noch an dem Shit festhalten wollen. Und auch natürlich muss man ganz klar auch dazu sagen, ne? Ich glaube, es gibt sogar ein paar Leute von den JungsInnen, die das verstanden haben, aber das halt trotzdem einfach noch für den Content aber benutzen, weißt du? Weil die sehen, ey, das ist guter Content. Ich check zwar, dass das alles eigentlich nur ein Spiel ist, aber ich, so, Content is King, Digga, weißt du? Kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie ja. So. Kopfschütteln. Wir leben in wilden Zeiten. Ich meine, gebt euch das mal. Das ist der wichtigste Mann der Welt. Der mächtigste Mann der Welt. Und er bekommt noch nicht mal einen richtigen Satz vom Mund. Der wichtigste Mann der Welt. Der mächtigste Mann der Welt. Meiner Ansicht nach ist der Niedergang von... Ja, nee, ist klar. ...eigentlich nur ein Spiegelbild vom Niedergang des Hegemon USA. Er steht symptomatisch für das Ende des jetzigen Fiat-Geldsystems und natürlich des Hegemon USA. Wir leben im Paradigmenwechsel. Und wenn du wissen willst, was ich damit meine und was das für dein Erspartes, für dein Geld bedeutet, dann kann ich auf jeden Fall mein neues Buch, Die größte Revolution aller Zeiten, empfehlen. Hier beschreibe ich die 5 wichtigsten Zyklen und natürlich auch das Ende von Pax Americana. Die Friedenszeit ist vorbei, ein für alle Mal. Und wir sehen einfach, dass eine Zivilisation immer aufsteigt und auch wieder fällt. Und es sind Zyklen und die muss man verstehen. Und dass jemand mit 81 wie Joe Biden tatsächlich Chef der mächtigsten Nation der Welt wird, und sich sogar zur Wiederwahl wieder aufstellen lässt und aufgestellt wird, ist ein Zeichen eigentlich für den Zerfall. Und wenn ein Hegemon sich im Niedergang befindet, ist eigentlich Chaos, Anarchie, kriegerische Auseinandersetzungen und Inflation vorprogrammiert. Und darauf musst du dich finanziell, aber auch mental vorbereiten. Sobald eine Partei Aufwind bekommt, wird sie von gewissen Leuten unterwandert und Idealisten werden nie in eine... Fun Facts tippt 5 Euro. Fun Fact. Lothar Wieler, Albert Bourla, Pfizer-Chef und Pascal Sorio, Chef AstraZeneca, sind alle Tierärzte. Sie sehen uns eventuell als Tiere. Oh shit, man, Alter. Das lassen wir mal so stehen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Fun facted out, man, Alter. Ich küsse dein Herz. Danke für deinen Fünfer. Liebe geht raus an dich, Cousin. Muchas gracias. Sobald eine Partei Aufwind bekommt, wird sie von gewissen Leuten unterwandert und Idealisten werden nie in eine Position gelangen, in welche sie irgendwas bewegen könnten. Ist aber auch klar, weißt du, wie ich meine, das sehen wir ja in vielen Bereichen, es ist doch auch logisch. Wenn du jetzt jemand bist, zum Beispiel, der viele Teile eines Landes kontrolliert, sage ich mal so, weißt du, oder in der Hand hat und in charge ist, mehr oder weniger so. Und dann kommt irgendeiner und will das ganze System überwerfen und sagt, ey, das ist nicht gut so und wir müssen das verändern und das so und dein Geld, deine Macht, dein Einfluss, den du hast, steht auf dem Spiel. Was machst du dann? Dann machst du natürlich alles dafür, um diese Macht und diesen Einfluss und diese Position zu behalten, ist ja klar, weißt du? Ist nicht mal so weit hergeholt. Und wenn dir das am wichtigsten ist und nicht Menschlichkeit, Liebe und Spiritualität und solche Sachen, sondern einfach nur diese Macht, dieses Geld, diese Position zu behalten, dann machst du alles dafür, um in dieser Position zu bleiben.
Und wenn das heißt, dass du einfach gewisse Opposition unterwandern musst oder ob du gewisse Sachen pushen musst, gewisse Sachen weglassen musst, das ist wie ein Schachspiel, Digi. Weißt du, wie ich meine? Und das ist logisch. Das ist gar nicht so jetzt krasse Verschwörungstheorie oder so. Es macht einfach Sinn, finde ich. Verwerfung, wenn es eine neue Weltordnung gibt, dann entsteht auch immer ein neues, stabiles Geldsystem. So hatten wir zum Beispiel nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges einen goldgedeckten Dollar. Es war ein stabiles Geldsystem. Das System ist nicht auf der Basis aufgebaut, dass es uns Menschen gut geht. Das müssen die Leute verstehen. Das System ist nicht auf der Basis aufgebaut, ey, wir wollen ein System schaffen, wo es Menschen gut geht. Wo wir die Welt zu einem besseren Ort machen können, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir einfach Potenziale rausholen und jeder Mensch gleich viel wert ist und diese ganzen Sachen. Das System ist nicht darauf aufgebaut. Das System ist von einigen wenigen Menschen aufgebaut, um andere Menschen zu kontrollieren und Macht und Geld zu erhalten. So. Das ist der Aufbau von diesem System, in dem wir leben. Die Wurzel ist böse und deswegen kann dieses System nicht funktionieren. Das ist meine Meinung. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass dann jetzt Bitcoin auf einmal hier auf uns zukommt. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass Donald Trump, der mit den orangen Haaren, auf einmal die orangene Münze, also Bitcoin, gut findet und sich dazu positiv äußert. Aber wahrscheinlich sind, egal ob Trump oder Biden, am Ende doch nur Marionetten und Politiker, die nur sich an sich denken und die von dem jetzigen politischen System abhängig sind und die nur eingesetzt werden. Weltweit wählen zwar jetzt die Hälfte der Menschheit dieses Jahr neue Regierungen, aber ändert sich dann tatsächlich was? Ist es nicht irgendwie Brot und Spiele, Teile und Herrscher? Ist es egal, ob du jetzt den linken oder den rechten Verein wählst? Ja. Und dann tut sich sowieso nichts. Wir hatten viele Beispiele in der Vergangenheit. In Griechenland, Tsipras zum Beispiel. Dankeschön, Bro. Endlich. Extrem links. Nichts hat sich geändert. Meloni, extrem rechts, postfaschistisch. Nichts hat sich geändert. Glaubt ihr wirklich, dass mit der Wahl, indem ihr eure Stimme beerdigt in der Urne, sich irgendwas ändert? Das System. Bruder, Marc, das ist das, was ich hören will. Cousin, Real Talk jetzt hier gerade. Da ist er doch. Meloni, extrem rechts, postfaschistisch. Nichts hat sich geändert. Glaubt ihr wirklich, dass mit der Wahl, indem ihr eure Stimme beerdigt in der Urne, sich irgendwas ändert, dass das System aus sich heraus irgendwie reformiert, dass man an dem Ast sitzt, auf dem man sitzt? Und das wichtigste Instrument, die wichtigste Energie, um ein System zu ändern, ist das Geldsystem. Und deswegen ist es so essentiell, das Geldsystem zu verstehen. Und deswegen kann ich nur euch empfehlen, wählt nicht links oder rechts. Da war doch eben ein guter Ansatz eben, finde ich. Wird schon noch kommen, auch bei Marc hier. Wählt Orange, wählt Bitcoin. Ach so, das war nur Werbung? Ich küsse dein Herz, Bruder. Wählt nicht... Empfehlen, wählt nicht links oder rechts, wählt Orange, wählt Bitcoin. Wähl dich selber, Marc. Dieses Spirituelle fehlt bei den meisten Leuten so. Ja, die Stimme soll nicht sterben in der Wahlurne. Du sollst deine Stimme nicht abgeben. Aber du sollst deine Stimme nicht auch irgendeiner Kryptowährung geben. Du sollst deine Stimme, du sollst sie bei dir behalten. Du sollst sie dir selbst geben. Dich selbst finden. Deinen göttlichen Teil in dir ausleben. Finde zurück zu Gott. Das ist eigentlich die wahre Challenge. Das ist das, was wir gerade hier in dieser heutigen Welt, was immer schwieriger wird so. Was den meisten Menschen ausgeredet wird in dieser teuflischen Welt, Digga, dass du zu Gott zurückfindest, so. Das wird das Schwierigste sein in Zukunft. Das ist ein spiritueller Krieg zwischen Gut und Böse. Und die Lösung ist nicht Bitcoin oder rechts oder links oder AfD oder Trump. Nee, die Lösung ist Gott. Deswegen ist es essentiell, dass du dich mit Bitcoin auseinandersetzt. Weil mit Bitcoin wird deine gespeicherte Lebenszeit, die im Geld ist, umgewandelt in einen wirklichen Wertspeicher. Und wenn diese Lebenszeit dann uns genommen wird durch Inflation, durch Steuern, durch Abgaben... Alles Materialismus, Digga. Kommt und geht alles. Alles von dem Bitcoin hin oder her. Alternativen suchen. Die einzige Alternative, die Staat und Geld trennt, ist Bitcoin. Und deswegen müssen wir den Mut haben, die Matrix endlich zu verlassen. Denn wegen der Realität... Wegen dem Ausstieg aus der Matrix, wegen Bitcoin und wegen dir als Multiplikator ist die Welt da draußen besser. Und Bitcoin ist auch nur wieder... Willst du mir sagen, dass die mächtigen Menschen auf der Welt nicht das auch hijacken können? Willst du mir das wirklich erzählen? Die Leute, die die Welt in der Hand haben, willst du mir erzählen, dass die nicht Bitcoin hijacken können, wenn die wollen? Wird sie immer besser? Als wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Bruder, wir werden in eine Welt kommen, wo das Einzige, was noch safe ist, bist du und deine Verbindung mit Gott. Alles andere, Bro. Alles andere, Bro. Weißt du, wie ich meine? Aber ey, das ist meine, ich bin da halt sehr so, weißt du, ich bin halt ein sehr spiritueller Mensch geworden mittlerweile. Und ich habe für mich
ich fühle einfach, dass der einzige Weg und die einzige Lösung in dieser Welt, in der wir leben, Gott ist, Spiritualität, deine Verbindung mit dem Höheren. So, ich habe für mich verstanden, dass die Lösung nicht in der materiellen Welt ist. Die Lösung ist nicht im Außen, die Lösung ist in dir, egal für welches Problem. Und das will ich mit den Leuten teilen, weil wir tendieren dazu, eben eine neue Lösung. Er sagt nicht rechts oder links, dann Bitcoin. Auch wieder irgendeine Lösung im Außen, die dir am Ende des Tages nicht wirklich helfen wird. Weißt du? Ich liebe euch, Freunde. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Peace out. Gang. Skü.